Sehr, sehr ist der Vortex und heute mit einem Gameplay-Commentary auf Detroit. Das ist die zweite Halbzeit von Herrschaft. Zum Gameplay noch kurz was. Gespielt habe ich mit der Ball 27 Tactical, mit Shaft, erweiterten Magazin und Schalldämpfer. Unauffällig, Peripheriesichtfeld, Zähigkeit und Plünderer, mit der Drohne, mit dem System-Mag und mit dem Warbird. So, kommen wir zum Commentary. Mein Thema heute ist, wird es die PS4 Exclusive schaffen oder nicht? Meiner Meinung nach wird sie wahrscheinlich die Konsole sein, auf der die DLCs eher rauskommen für das nächste Call of Duty Black Ops 3. Und hierzu habe ich ein paar Gesichtspunkte oder Fakten gesammelt, die ich euch heute gerne vorstellen würde oder einfach meinen Senf dazu abgeben will, denn es ist ja in aller Munde zurzeit. Warum Plattformwechsel? Wenn nicht jetzt, wann dann? Also, wenn nicht jetzt, wann dann heißt für mich, die PS4 ist einfach leistungsstärker als die Xbox One. Das ist einfach so und sie wurde einfach öfter verkauft als die Xbox One. Und dazu kommt noch, es wird einfach viel mehr im PSN Store gekauft als im Xbox Live Store. Die Verkaufszahlen sprechen für meiner Meinung für sich und mit fast doppelt so vielen verkauften PS4-Einheiten als Xbox One-Einheiten würde ich persönlich auch zur PS4 tendieren, weil einfach da der Absatz viel größer war. Ich denke, die Spielentwickler, die hängen ja am Anfang richtig viel Geld in die Spiele rein und sie wollen ja auch sicherstellen, dass sie damit, es ist immer noch eine Firma und sie wollen damit sicherstellen, damit sie auch Gewinn erzielen für den Verkauf eben an den Spielen. Und dazu kommt einfach noch, dass in keinem Trailer oder in nichts wurde gesagt, wie sonst auch immer, powered by Xbox oder zuerst auf Xbox Live, wie es immer in den ganzen anderen Call of Duty so der Fall war. In den ganzen Trailern hatte man am Schluss immer dieses zuerst auf Xbox Live oder zuerst auf Xbox One oder Xbox 360 früher eben. Und das ist eben jetzt nicht mehr der Fall. Das ist auch ein ziemliches Indiz, dass sie entweder noch nicht entschieden haben, auf welche Konsole es zuerst rauskommen sollte, oder eben ob es schon entschieden ist, aber noch nicht gesagt wird. Zudem findet man auf der Call of Duty Seite, wenn man das Spiel sich vorbestellt, auf der Call of Duty Seite, findet man, wenn man jetzt auf Vorbestellen klickt, und dann wird einem die PS4 Hülle richtig ins Gesicht gedrückt, finde ich. Zuerst war das immer die Xbox 360 oder Xbox One Hülle und jetzt ist auf einmal da eine blaue Hülle als Foto oder als Bild. Wenn man das nicht umstellt auf die Xbox One, findet man automatisch dann die blaue PS4-Hülle. Und das ist für mich eigentlich der größte Indiz. Und ja, das waren jetzt für mich so eher der Sprung zur von der Xbox weg zur PS4. Denke ich, ist damit ziemlich sicher. Oder in meinen Augen. Kann jetzt sich noch ändern, aber ich vertraue da jetzt einfach mal. Auch wenn es nicht so werden sollte, dass die Xbox One eben wieder dann die DLCs eher bekommt. Naja, ist jetzt nicht unbedingt das Beste für die PlayStation-Spieler oder für die PlayStation-Community. Aber da kann ich auch nichts dran ändern, wenn sich die Spieledesigner oder Spielemacher für das entscheiden. Aber immer noch, ich vertraue da in One und er wird ein tolles Call of Duty hinzaubern und auch für diese schwierige Entscheidung wird er eine gute Lösung oder die passende Lösung finden. Argumente wie, damit wird die MLG oder die E-Sports-Szene aussterben, weise ich eigentlich nur zurück, weil wenn jemand E-Sports spielt, dann wird er sich auch, oder wenn er im Profibereich so mitspielt in der MLG, dann wird er sich auch die PS4 holen. Und auf der PS4 ist ja auch die MLG-Community oder auch andere E-Sports-Community-Seiten vertreten und spielen ja auch nichts anderes
nur Call of Duty oder E-Sports. Es gibt ja ebenso auf der PS4 E-Sports wie auf der Xbox One, nur weil das jetzt in den letzten Jahren so auf der Xbox so hochgehypt wurde, heißt das nicht, dass es auf der PS4 das nicht gibt. So, das war meine Meinung dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, euer Fortix.